Jeder, der mich kennt, weiß, ich starte immer mit einem Foto von zu Hause. Und zu Hause ist in dem Fall Wittdün auf Amrum. Und ist in diesem Fall eine meiner Lieblingstiere. Sie wohnt nicht mehr drin, die Wellhornschnecke, sondern es ist nur das Gehäuse. Und es erinnert mich in vielerlei Hinsicht an Wellen und Rhythmen, alles, was mit den Finanzmärkten letztlich auch zu tun hat. Und darüber hinaus natürlich auch an das Thema Fibonacci. Und die Verhältnisse sind bestens in dieser Schnecke zu sehen. Und was soll ich sagen? Es ist einfach ein faszinierendes Wesen. Und natürlich habe ich die hier so ein bisschen aufgepeppt. Ich habe meine Lieblingsschnecke von zu Hause mitgenommen und an den Strand gesetzt. Stefan hat das Wesentliche gesagt. Ich komme also gleich zum Thema. Impulskontrolle durch Markteffekte Trading, das ist finanzielle Intelligenz. Ja, warum habe ich heute dieses Thema mitgebracht? Weil ich immer wieder feststelle, und da schließe ich mich ein, dass wir unseren Impulsen folgen. Das ist natürlich so, wir empfangen Reize, wir wollen etwas machen, wir wollen etwas in die Tat umsetzen und dann müssen wir manchmal dummerweise auch mit den Konsequenzen umgehen und wenn es ins Trading geht, sind die Konsequenzen manchmal auch eben nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, wie kontrolliere ich diesen Impuls, dass ich diesen Reiz, der da ist, etwas zu tun, ein bisschen minimiere? Wir haben alle, die meisten zumindest von uns zu Hause, einen Kühlschrank, der ist auch 24 Stunden geöffnet und wir gehen aber auch nicht 24 Stunden daran und schauen, was es denn da zu futtern gibt. Wir würden dann wahrscheinlich alle aus dem Saum, aus dem Leim letztlich geraten. Aber was soll ich sagen? An dieser Stelle ist es so, was das Trading betrifft, da gibt es immer wieder diesen Punkt, ich kann es ja ständig, also tue ich es auch ständig. Oder ich kann mich vielleicht verbessern, ich kann was lernen, ich kann eine Information aufschnappen. Oder ich kann an meinem Trade, den ich eingegangen bin, vielleicht sogar nach Regeln, da an dem kann ich rumschrauben. Und ich brauche etwas, was mich in gewisser Weise ein bisschen vor mir selber schützt, um es mal so einzuleiten. Was schauen wir uns an? 3G-Regel, Gefühle, Gedanken, Gehirn, da ist sie schon. Wir alle sind mit G-Regeln vertraut. Und da dachte ich mir, schauen wir mal in diese drei Richtungen. Die sind dabei sehr, sehr sinnvoll. Wir werfen auch einen Blick aufs Neuromarketing, was uns immer wieder animiert, Dinge zu tun oder uns zu suggerieren, Dinge, die wir vielleicht brauchen, aber vielleicht sieht es ganz anders aus. Wir können auch schauen, wie wir unser Entscheidungsverhalten am langen Ende optimieren. Und da kommen die Markteffekte ins Spiel, die ich persönlich seit vielen, vielen Jahren eigentlich seit, lass mich überlegen, seit 15, 20 Jahren beschäftige ich mich ohnehin mit Effekten, Markteffekte etwas später. Und jetzt ist die Zeit, sich diesen Dingen noch intensiver zu widmen, weil wir eben Möglichkeiten haben, Stichwort ist hier Investui, das auch selbst zu handeln oder sogar auch als Verwaltungsmandat uns in diese Richtung orientieren. Und letztlich, und das muss man auch beachten, gibt es natürlich auch, wenn wir es aktiv tun, wenn wir aktiv Markteffekte handeln, auch Finanzfallen beim Handeln mit Markteffekten. Ganz klar, weil wir diejenigen sind, die diesen Effekt handeln. Also letztlich geht es um einen Trade, der nach bestimmten Regeln natürlich erfolgen sollte. Aber wir, so menschlich wie wir sind, greifen immer mal wieder dabei ein. Hier habe ich nochmal für diejenigen, die es dann später nachhören oder lesen wollen, die Beschreibung zu diesem Vortrag soll uns im Wesentlichen nicht übermäßig interessieren. Wir starten gleich mit dem Thema. Gedanken. Ich kann die Gedanken beim Traden jederzeit kontrollieren. Das frage ich immer mal wieder und hier habe ich 78 Teilnehmer gefragt und da sagt ungefähr die Hälfte, ja, manchmal. Ja, manchmal ist ein bisschen wenig. Gelingt mir nicht, sind auch immerhin 18%. Wie ist das möglich? Sagen auch nochmal 17%. Und nur 20% der Trader sind überhaupt in der Lage, ihre Gedanken während des Tradings zielgerichtet einzusetzen, zu fokussieren oder sich von dem Geschehen, was da ist, sei es die ganzen Ablenkungen durch die Portale, die wir haben, durch die Informationen, die wir sammeln oder durch die Nachrichten, die reinkommen, die Newsletter und dergleichen. Aber wir haben am langen Ende natürlich die Möglichkeit, uns auf das zu konzentrieren, was wir tun. Sollten wir zumindest, aber es gelingt eben wenigen. Die Frage ist, warum? Vielleicht Informationsflut, vielleicht nicht überzeugt zu sein von dem, was man da tut, vielleicht die Zeit nutzen zu wollen. Trading an sich ist eine ganz langweilige Geschichte, wenn man sich nicht zu sehr involviert, das Auf und Ab der Märkte beobachtet, weil man davor sitzt, sondern Trading verlangt nach einer klaren Entscheidung, wann gehe ich in den Markt, wann gehe ich aus dem Markt und möglicherweise gibt es dazwischen auch noch Veränderungen, indem ich das Ziel anpasse, den Stop nachziehe oder in diese Richtung mir irgendwas mache. Das erste G haben wir, die Gedanken, die Gefühle, die beim Traden auftauchen, sind umso intensiver, je weniger strategisch ich unterwegs bin, je höher ich das Risiko wähle, je höher der Hebel, geht an der Stelle
mit ein, je höher ich den Hebel wähle. Und auch da habe ich zahlreiche Klienten von mir befragt und das Thema, was einfach oder die Themen, die sich immer wieder zeigen, an Gefühlen haben oft mit Angst, Panik oder Schock zu tun. Schock, weil tatsächlich irgendwas sehr Unerwartetes, sehr Massives eintritt. Wut, Ärger und Zorn, oft über sich selbst. Manchmal wird es auch projiziert auf die Märkte, dass jemand sagt, was macht der Markt schon wieder? Warum tut er nicht das, was ich mir vorgestellt habe? Aber darum geht es natürlich nicht. Beim Trading braucht es ein gewisses Einfühlungsvermögen, eine gewisse Empathie. Was macht der Markt gerade, wenn ich schon nicht mit Statistik und Strategie unterwegs bin, eher impulsiv unterwegs bin, dann muss ich mich irgendwo auch vor mir selber schützen. Und sei es, dass ich nur ein geringes Risiko nehme, dann sind die Auswirkungen auf der emotionalen, der Gefühlsebene gar nicht so hoch. Und hier interessanterweise die Mehrheit hat gesagt, na, sie kennen auch das Gefühl von Liebe, Freude, Erleichterung oder Befriedigung. Mehrfachnennungen waren möglich, insofern kennen wahrscheinlich die meisten diese hier gezeigten Gefühle, aber es gab auch so Dinge wie Schuld, Trauer, Sorgen, aber eben auch anderes. Das heißt, Trading, während wir im Trade sind, aber vor allem auch danach, indem wir mit dem Ergebnis Gewinn oder Verlust umgehen müssen, zeigt eine ganze Menge über uns selbst, über unsere Strategie, wie wir vorgehen, über unser Risikoverhalten und letztlich aber auch über das Thema Ziele. Ich habe hier einen Chart mitgebracht, wo ich das mit den Gefühlen noch mal etwas tiefer erläutern will. Und zwar, hier ist es ein Chart von Freestocks, ein neues Produkt von VR Self Invest. Ich finde es großartig. Sie können provisionsfrei handeln. Die amerikanischen Märkte, jeden, der sich vielleicht auch für, ich sag mal, Goldminenaktien oder überhaupt Explorer in dem Bereich interessiert, für Uran, alles, was jetzt auch seit Anfang des Jahres oder auch schon eher im Fokus steht, Gold, Silber, überhaupt Metalle, der ist hier sehr gut aufgehoben, ist eine großartige Geschichte, hätte selbst nicht gedacht, dass es sowas gibt und ich habe hier einen Chart mitgebracht, den viele vielleicht sogar kennen, es ist der BioNTech-Chart. Der BioNTech-Chart ist natürlich mit vielen Emotionen auch verbunden, da spielen natürlich Gefühle eine Rolle und wir sehen hier, und ich habe mal ein paar Gedanken dazu jetzt mitgebracht, dass wir so das Typische sehen, wenn eine Aktie, ich sage mal, irgendwann vor dem, ich nenne es mal Ausbruch ist, hier der rote Kurs hier oder die rote Linie zeigt einfach den Kurs, als ich den Chart, einen Screenshot davon gemacht habe, das war vor 2 Tagen oder gestern, bin mir nicht ganz sicher, deswegen steht der da so in der Mitte, der hat letztlich keine größere Bedeutung. Aber was sehen wir seit dem Jahr 2020, steigt der Kurs langsam an und dann hat man irgendwann gemerkt, dass in diesem Land vielleicht doch Impfstoff benötigt wird, vielleicht auch weltweit und das hat sich natürlich massiv auf die Kurse ausgewirkt. Warum habe ich nicht gekauft, kann ich mich fragen, das haben sich bei anderen Aktien auch viele Leute immer wieder gefragt, aber es gab auch später noch immer gute Einstiegsmöglichkeiten. Man muss hier auch nicht ganz am Anfang dabei gewesen zu sein. Was heißt, Gefühle entscheiden über Wahrnehmung? Also was will ich in so einem Chart sehen? Will ich sehen, dass der auf ewig steigt? Sehe ich vielleicht nach dem Maximum hier, nach dem großen Peak da oben, dass das Ganze vielleicht auf dem absteigenden Ast ist, warum habe ich nicht verkauft, kann ich mich auch fragen. Ich kann mich auch fragen, wieso sollte ich von der Krankheit profitieren? Andererseits aber, wieso eigentlich nicht, tun ja andere schließlich auch. Das ist immer dieser moralische Aspekt, der auch bei Aktien für viele eine Rolle spielt. Dann kann ich mich natürlich auch fragen, da sind noch viele zu impfen, wieso steigt der Kurs nicht weiter und wieso fällt der auf einmal, vor allem, weil unser Bundesgesundheitsminister auch viele Ampullen bestellt hat. Dennoch muss man da natürlich immer auch die Politik im Auge behalten. Gestern waren Entscheidungen dazu, dass vielleicht doch nicht mehr übermäßig weiter geimpft wird, aufgrund welcher Geschichten auch immer. Also die ab 18, die ab 50, die ab 60, die fallen schon mal weg. Gibt nur noch die Freiwilligen. Auch das sollte natürlich auch einen Einfluss haben. Also da entstehen viele Gefühle. Und wenn ich so einen Chart angucke, bin ich geimpft oder ungeimpft, spielt vielleicht eine Rolle. Und für mich natürlich spannend überhaupt alles aus dem Bereich Biotech und Pharma, weil mich Naturwissenschaften im Allgemeinen interessieren. Die Herausforderung für das Gehirn ist aber immer, dass ein finanzieller Verlust, wenn ich getradet habe, immer auch zu biologischen Veränderungen führt, die auch physische Auswirkungen auf Gehirn und Körper haben. Das ist den meisten von uns gar nicht bewusst. Das kann man einerseits daran sehen, dass man das Geld direkt wiederhaben will. Man hat so eine gewisse Bockigkeit
Das Geld ist aber tatsächlich in dem Augenblick erstmal verloren. Man sollte innehalten, aber viele sagen, komm, gehe ich gleich mit dem doppelten Volumen nochmal rein. Bei der Gewinnerseite ist das aber auch ähnlich. Und zu der Verliererseite könnte ich noch mehr sagen, aber da ich noch einige Folien vorbereitet habe, kann ich jeden mal darüber selber nachdenken lassen. Und das ist auch auf der Gewinnerseite so. Denn finanzielle Gewinne führen auch zu neuronaler Aktivität, was je nach Gewinnhöhe und vielleicht auch überraschendem Gewinn, also das spielt durchaus auch eine Rolle, ob ich einen Gewinn nach Strategie mache, der so gefühlt Gain einfach dazugehört, oder ob ich sage, oh wow, das war jetzt aber eine ganz coole Geschichte, dass das aufgegangen ist. Letztlich führt das auch zu neuronaler Aktivität, die man im weiteren Sinne auch mit Rauschzuständen vergleichen kann. Wir wissen alle, und das nicht erst seit der Studie von Gehring und Willoughby, im Jahr 2002. Solche Sachen werden immer wieder beforscht, aber das ist eine der frühen Arbeiten dazu. Man weiß, dass Menschen letztlich, wenn sie etwas verloren haben, in der darauffolgenden Spiel oder aufs Trading bezogen, im darauffolgenden Trade ein höheres Risiko eingehen. Das ist nur eine sehr mickrige Studie gewesen mit sechs Frauen und sechs Männern, die teilgenommen haben. Im Alter, wenigstens die Altersgeschichte ist einigermaßen nah beieinander, 8, 19 bis 30 Jahren. Und sie hatten sich zu entscheiden in diesem Spiel. Sie saßen vor einem Computer und hatten sich zu entscheiden, inwieweit sie ihr Geld auf eine Zahl setzten. Hier willkürlich gewählt, eine 5 und eine 25. Was konnte natürlich passieren? Es konnte die Variante sein, rot, ich verliere das, was ich eingesetzt habe, auf der 5, grün, ich gewinne auf der 25 und entsprechend umgekehrt. Aus diesen Dingen leiteten sie relativ viele Dinge ab. Wir sind sehr schnell dabei, ein Ergebnis als Gewinn oder Verlust zu fassen, das, oder zu erfassen. Das ist der eine Punkt. Wir sind auch schnell in unserer Reaktion, wenn wir verloren haben, dass wir möglicherweise im Spiel danach das Ganze verdoppeln, dass wir da auch unsere vielleicht vorgenommenen Risikovarianten oder Einstellungen auch über Bord werfen. Und ein Spiel, da muss man lernen, sich letztlich im Griff zu haben. Und so ist es in gewisser Weise auch beim Trading. Das, was uns anzieht und in die Märkte treibt, ist im Prinzip alles das, was glitzert. Eine Studie von Brett Barber und Terence O'Dean, die haben in 2008 publiziert, All That Glitters. Und der Terence ist eine coole Type. Also wer immer mal auf die beiden, was wissenschaftliche Geschichten betrifft, stößt, der sollte vielleicht da auch mal nachlesen. Jetzt kann sich jeder natürlich fragen, warum hat er denn hier Schweizer Franken abgebildet und keine Euros. Das sind die Dinge, die wichtig sind. Das sind die Dinge, wo wir drüber stolpern, wo wir hängen bleiben, wo wir ein Stück weit auch manipulierbar sind. Diese Folie wird sich jeder vermutlich eher merken, wenn ich auf diesen Aspekt eingehe und sage, ja, unser Geld ist natürlich, die meisten, die zuhören, traden nicht in Franken, sondern eher in Euro. Und wenn ich hier etwas, ich sag mal, verstörend wäre zu weit gesagt, aber wenn ich hier etwas, was meine Neuroaktivität so ein bisschen anregt, abbilde, bleibt das vielleicht sogar eher hängen. Das Ergebnis, was Brett Barber und Terence O'Dean letztlich mit auf den Weg gebracht haben, ist folgendes: Aktien in den Nachrichten, die werden gerne getradet. Und das ist natürlich nochmal ganz anders als 2008. Wenn wir bedenken, an wie viele News-Ticker, wie viele Newsletter, wie viele Möglichkeiten wir haben, an Informationen zu gelangen und auch damit tatsächlich geflutet oder sogar überflutet zu werden, dann haben wir immer die Nachrichten im Blick, die letztlich für, also wo es um Aktien geht, die gerade im Fokus stehen. Das animiert uns möglicherweise auch Dinge zu tun, die wir vielleicht gar nicht tun wollen, weil die Story darum so toll ist und weil wir denken, wow, andere machen das auch, warum sollte ich nicht auch dabei sein? Und ich weiß aus verlässlichen Quellen, dass Aktien, die gelegentlich, sagen wir mal, schwer Schiffbruch erlitten haben, immer wieder gern danach auch gekauft werden. Aber wir vergessen, dass ein leckgeschlagenes Schiff manchmal so viel Wasser fasst, bis es dann letztlich zu Boden geht, also sprich auf den Meeresgrund sinkt. Kann passieren, passiert auch häufiger. Beispiele in der letzten Zeit hatten wir ja immer mal wieder. Wirecard kennt man aber auch von anderen Geschichten. Und da muss noch gar nicht mal irgendwas, ich sag mal, Verbrecherisches im Hintergrund sein. Aktien mit hohen Trading-Volumina
Alles das kann man natürlich heute filtern. Welche Nachrichten zu welchen Aktien sind besonders intensiv, welche Trading-Volumina sind besonders hoch und letztlich auch außergewöhnliche Tagesgewinne. Das sehen wir oft auch auf den Webseiten bei den einschlägigen Portalen, wo wir dann immer sehen, Top 5 oder also im Bereich von steigenden Kursen, von fallenden Kursen. Und diese Dinge können wir relativ schnell screenen. Und das ist das, was tatsächlich auch Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ebenso, und das darf man wirklich auch, muss man sogar ernst nehmen, der Bereich Neuromarketing. Ich habe hier mal ein paar Screenshots zusammengetragen. Alles, was uns so ein bisschen anspricht. Wenn ich von Experten spreche, ist das oftmals eine Geschichte, dass man genauer hinguckt, genauer hinhört. Wenn ich sage, der Goldexperte und das verknüpfe mit den Themen Inflation und anderen Dingen, dann bin ich vielleicht dabei, dass ich auch da mal direkt schaue, ah, Gold könnte interessant sein, ah, Experte, vielleicht folge ich dem. Und fragen Sie sich alle mal, wie viele Newsletter Sie abonnieren, wie viele YouTube-Kanäle Sie sich anschauen und wie viel Sie davon abhält, sich wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Hotstock klingt auch immer spannend, heiße Aktie mit Wachstumspotenzial hier auf der 3. Das sind einfach wichtige Dinge, die uns immer wieder animieren, die wir vielleicht auch im Kopf behalten. Vielleicht, wenn wir sie lesen, sagen, habe jetzt keine Zeit dazu, aber nachmittags, ah, da war doch was, da war doch ein Hotstock mit Wachstumspotenzial. Das sollte ich vielleicht mal klicken. Eben genauso das Wort Megatrend. Wenn tatsächlich ein Megatrend dahinter steckt, wunderbar. Wenn es aber nur der Eyecatcher ist, damit wir da mal schauen, dann ist die Frage, ob wir da nicht vielleicht auf, ich sag mal, Sand gebaut haben, wenn wir uns dahinter ein bisschen austoben sollten. Die meistgelesenen Beiträge ist eine ähnliche Geschichte wie die Top 5. Das ist etwas, wo sich viele Leute, und die sind natürlich nur meist getradet, weil dann die Leute meist gelesen, weil die Leute dann natürlich immer wieder diese Dinge anklicken. Das heißt, die Top 5, die da einmal steht, und hier haben wir mehrfach diese Aktie, die ich auch eben gezeigt habe, zum Beispiel BioNTech auf der 1 und auf der 5, dann werden diese Artikel natürlich, neben dem, dass die natürlich in dem Augenblick eine Bedeutung haben, werden die natürlich erstmal im Fokus bleiben. Und natürlich etwas, was kostenlos ist. Kostenlos ist nie kostenlos. Kostenlos gibt Informationen in gewisser Weise weiter. Es sei denn, Sie kaufen etwas, ein Buch, was kostenlos versendet wird. Klar, da haben Sie, wissen Sie, was Sie wollen, das Buch, das bekommen Sie dann kostenlos. Aber bei vielen anderen Dingen steckt natürlich was hinter. Da werden Informationen gesendet. Erster Punkt, Sie brauchen Zeit, manchmal auch Kraft und manchmal auch Nerven, gewisse Dinge zu lesen, sich damit auseinanderzusetzen, was Ihrerseits ja vielleicht auch wieder einen Einfluss auf Ihre Trades hat. Das heißt, alles, was ich mir an Informationen reinhole, muss ich auch verarbeiten können. Und das sage ich auch immer wieder bei den ganzen Gegenständen, die wir im Haus haben. Wenn wir alle staubfrei machen wollten, dann hätten wir eine ganze Menge zu tun. Das heißt, Reduktion auf das Wesentliche. Und da ist das Neuromarketing natürlich eher kontraproduktiv. Und wer sich noch erinnert, die erste Folie, wer da schon da war, der hat natürlich diese Folie gesehen mit Impulskontrolle durch Markteffekte, Trading, das ist finanzielle Intelligenz. Und wer sich noch erinnert, sah dreimal mein Buch Du bist Trader übereinander gepackt, so wie ich jetzt hier diese Rittersport Schokoladen hier erwähnt habe oder da drauf gepackt habe. Der Unterschied zu der ersten Folie und dieser ist, dass wir mit Schokolade, Süßigkeit, Zucker, Energie, vielleicht Erinnerungen oder vielleicht im Moment auch andere Themen verbinden, gerade mit dieser Schokolade, was dazu führt, dass ich hier etwas ganz anderes gemacht habe oder etwas ganz anderes bewirke, als wenn ich dreimal mein Buchcover abbilde, was ein großer Teil von euch, von Ihnen kennt und wieder andere sagen, was interessiert mich das? Das nehme ich gar nicht wahr. Wenn wir aber etwas sehen, was uns animiert, im Sinne von, ah, kennen wir, ah, wissen wir sogar nicht nur, wie es schmeckt, sondern auch, wie es riecht. Wir wissen, wie sich eine Rittersportschokolade anfühlt, rein haptisch. Dann ist es etwas, mit dem wir was anfangen können, was möglicherweise auch eine Folgereaktion hat. Die Frage ist, ob wir als menschelnde Trader überhaupt Geld verdienen können. Und ich habe mir im letzten Jahr mal überlegt, wie man die Finanzfallen ein bisschen vereinfachen kann. Die klassische Behavioral Finance, die liefert uns so viele Fallen, dass wir gar nicht wissen, in welche wir gerade zuerst getappt sind. Und ich habe das mal reduziert, und zwar auf eine kognitive Seite,
Und das tut man ohnehin. Bei den Behavioral Finance Fallen weiß man immer, das ist eine kognitive Falle, also die auch mit, ich sag mal, klarem Verstand und Gehirnwindung zu tun hat. Und wir sehen es gleich, es gibt auch welche, die haben natürlich mit Emotionen zu tun. Also, ich weiß es besser und wir können davon ausgehen, dass der oder diejenige, die es am besten weiß, immer der Markt ist, also der Markt, in diesem Fall männliche Geschichte, also der Markt weiß es immer besser, wir nicht, obwohl wir das glauben. Und das Thema Selbstüberschätzung, gerade bei den männlichen Zuhörern, das weiß man, statistisch gut belegt, spielt eine größere Rolle eben allein schon, weil man Mann ist und eine Frau ist oft achtsamer, Risiko, ich sage mal, bewusster, wenn sie tradet. Also können wir mit diesem Ansatz, ich weiß es besser, ich weiß, wie man Geld verdient, ich weiß all diese Dinge und eine gewisse Geschichte mit Selbstüberschätzung gepaart. Kommen wir da weiter? Müssen wir sehen, wir haben da noch damit auseinanderzusetzen, dass wir immer bei jedem Trade, oftmals auch in anderen Lebenssituationen damit zu tun haben, ich habe Angst zu verlieren oder eben nicht genug zu gewinnen. Ist eigentlich beides gleich schlimm. Ich habe Angst zu verlieren, sorgt oft beispielsweise für zu eng gesetzte Stops. Man beachtet die Volatilität nicht. Und gerade in diesen Zeiten sollten wir da genau hingucken. Ich habe auf der anderen Seite aber auch die Angst, nicht genug zu gewinnen, führt vielleicht dazu, dass ich einfach alles auf ein Pferd setze und dann in der Situation bin, dass ich mich wundere, wenn das Ganze nicht aufgeht. Diese Angst, auch ausgeliefert zu sein, es selbst aktiv nicht in der Hand zu haben, ist an dieser Stelle auch etwas, was, naja, dazu beiträgt, dass ich vielleicht nicht vom Fleck komme oder sogar meine Finanzen ein bisschen, ja, in den Abgrund führe. Also, die Frage ist, können menschelnde Trader Geld verdienen? Und da müssen wir uns mal angucken, wie das mit unserem Entscheidungsverhalten ist. Und im Springer-Gabler-Lexikon gibt es dazu etwas Spannendes, das kann jeder nachlesen, einfach mal da oben klicken, beziehungsweise diesen Link verwenden. Und grundlegend für unser Entscheidungsverhalten ist letztlich, dass wir als einzelne Entscheider uns unseres Zielsystems, also wo soll es überhaupt hingehen, was haben wir überhaupt vor, bewusst sein sollten und dann eben auch akribisch diese Ziele verfolgen. Da spielt aber auch die Informationsverarbeitung. Also wie stringent bin ich? Lasse ich mich ablenken? Habe ich etwas entwickelt, wovon ich überzeugt bin? Habe ich Vertrauen in das, was ich tue? Oder bin ich nicht ganz so von der überzeugt? Und ich weiß, ich erzähle das seit Jahren, Trading-Tagebuch, ich weiß, es ist nervig, aber es ist auch hilfreich, weil es eben entsprechende Statistik enthält und mir zeigt, was, wenn ich immer wieder das Gleiche anwende, am langen Ende dabei rauskommt. Die Informationsarbeitung, wie ich mit etwas umgehe, ist von ungeheurer Wichtigkeit und auch wie ich Informationen also letztlich anpasse. Ich habe gestern die Debatte zur Impfgeschichte im Bundestag verfolgt und manchmal frage ich mich, was so in Köpfen fehlt, wenn sie gewisse Dinge von sich geben. Es geht darum, Dinge im klaren Zusammenhang zu erzählen, ohne polemisch zu sein, Fakten zu berücksichtigen und vor allem, und auf den Punkt ziele ich besonders ab, Veränderungen zu berücksichtigen, um zu guten Entscheidungen zu gelangen. Und das ist das A und O eines Traders, dass ich diese Veränderungen, die während eines Trades passieren, das kann durch eine Nachricht sein, das kann politisch sein, das kann aber auch durch den Zeitraum, wo ich mich gerade im Monat befinde, sein. Auch da, es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten, da mal genau hinzugucken, dass ich mich immer im Prinzip auf den Stand bringe, der mir den bestmöglichen Trade ermöglicht. Ich habe es immer zu tun mit einem Reiz und diese Kombination Reiz und Wahrnehmung, die ist bei jedem Menschen anders. Es gibt Menschen, die sich beispielsweise nicht für ein Goldinvestment interessiert. Da kann fünfmal Goldexperte stehen. Da kann auch stehen, Goldminenaktien werden sich bis ins Jahr 2025 verfünffachen. Auch das kann sein, dass dieser Reiz übersehen wird, weil oder übergangen wird, dass der zwar wahrgenommen wird, aber für nicht so wertgeschätzt wird. Kann aber bei anderen genau zu dem Gegenteil führen, dass man sagt, ich gehe all in, 2,25, das ist nicht mehr weit. Ich kann gut Geld gebrauchen, also setze ich alles vielleicht auf eine Karte. Das heißt, wir sind als Mensch individuell, sehen wir und nehmen wir Dinge ganz anders wahr. Das ist genauso wie wenn wir einen Verkehrsunfall beobachten. 30 Zeugen, 30 verschiedene Geschichten. So ist es beim Trading letztlich auch.
Wenn ich einen Chart abbilde, bin ich mir sicher, jeder sieht da was anderes drin und es ist spannend, diese Erkenntnisse mal zusammenzutragen. Nach Reiz und Bewertung einer Situation, einer Information, was auch immer, kommen wir dazu, das Ganze zu bewerten. Und wenn wir es so bewerten, dass es für uns attraktiv ist, dann entscheiden wir letztlich, möglicherweise etwas zu tun, etwas zu verändern, etwas anzupassen. Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten. In der Wahrnehmung allerdings stecken auch noch andere Dinge drin, die ich hier unterhalb aufgeführt habe. Denn das, was ich erwarte, das ist für mich mit der Knackpunkt. Was erwarte ich von einer Aktie, in einem Chart, steigende Kurse oder fallende Kurse, das ist für viele etwas, was nicht mehr neutral ist, sondern wo wir eher in das Thema Urteil geraten. Wir nehmen nicht wertfrei wahr, sondern sagen, naja, das ist schon lang gestiegen, das wird auch weiter steigen oder eben genau das Gegenteil, das ist schon lang gestiegen, jetzt sollte es mal fallen. Das kann ich für jede Situation im Chart anwenden, denn ein Chart dümpelt ja selten auf dem gleichen Niveau über Tage oder Wochen rum, sondern er bewegt sich zumindest ein bisschen hoch oder runter und manchmal eben auch etwas massiver. Die Frage ist, wie komme ich dazu, dass mein Gehirn letztlich optimal funktioniert? Da kann es natürlich einerseits sein, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich richtige Vorhersagen treffe, dass ich ein gutes System habe, dass ich eine Strategie entwickelt habe, die mehr Gewinner als Verlierer hat und dann auch noch mehr höhere durchschnittliche Gewinne als höhere durchschnittliche Verluste. Das wäre so das Optimale. Und das erzeugt natürlich auch eine gewisse Sicherheit, weil ich mich auf das verlassen kann, was ich da tue. Sehr wohl muss ich natürlich immer sehen, was machen die Märkte. Passt diese Strategie, die ich gerade anwende, auch noch auf das, was sich gerade zeigt? Aber das ist ein anderer Punkt. Das heißt, optimal funktioniert mein Gehirn, wenn ich auch spüre, dass meine Vorhersagen richtig sind, wenn ich auch ein Feedback bekomme und wenn ich immer wieder dazu gelange, mich bestätigt zu fühlen. Und zwar insofern, als dass das, was da passiert, wirklich so ist und ich es mir nicht nur einbilde. Die Einschätzung kann letztlich aber auch schon Sicherheit erzeugen. Und die Frage ist, wie kommt es zu einer optimalen Leistung? Und da sehen wir das, was ich eben abgebildet habe, nochmal mit zwei Zusätzen. Und zwar, ich brauche gute Reize, also Reize, auf die es sich lohnt zu reagieren. Das heißt, ich brauche ein Filtersystem bei all dem, was uns passiert. Stellt euch den Tag vor, wie ihr durch den Tag geht. Diejenigen, die öffentlich unterwegs sind, die kriegen allein die ganze, ich sag mal, Landschaft, Ortschaft, Stadt mit, durch die sie sich bewegen. Sie kriegen die Menschen mit, die ein- und aussteigen, die Menschen, die neben ihnen sitzen, die in einer gewissen Weise bekleidet sind, die gewisse Informationen austauschen. Man hört eine ganze Menge. Das ist eine Vielzahl von Reizen, die wir an der Stelle noch nicht mal verhindern können. Diejenigen, die zu Hause sitzen, vielleicht traden, die haben wieder eine andere Herausforderung. Vielleicht langweilen sie sich und sorgen zusätzlich dafür, dass Reize irgendwo herkommen. Diese Reize können vielfältig sein. Ich erwähnte schon Newsletter, Portale, auf denen man stöbern kann. Natürlich auch alles, was in Richtung Radio, Fernsehen. Dann haben wir im Internet die Möglichkeiten. Wir haben Podcasts, wir haben YouTube, auf denen wir zahlreiche Videos sehen können. Und die Frage ist, wie setzen wir unsere Zeit ein und vor allem, wie finden wir die Reize, die sich für uns wirklich lohnen, umzusetzen? Also Reiz wahrnehmen und ausblenden und auch die richtigen und wichtigen Reize dann tatsächlich auch mitzubekommen. Wie geht es dann weiter? Wir müssen beim Bewerten das Ganze eben gut verarbeiten. Dieser, sage ich mal, gute Reiz, der für uns sinnvoll sein kann, der sollte dazu führen, dass ich trotzdem in der Bewertung achtsam bin und nicht sage, ja, Mensch, das hört sich gut an, das mache ich mal genau so. Das ist bei den wenigsten bisher gut gegangen, alles auf eine Karte zu setzen. Und die Dinge, die schnell steigen, die können oft auch schnell wieder fallen. Ich weiß, dass viele Krypto-Fans unterwegs sind und wir viel mit dem Thema Krypto zu tun haben. Ich habe gestern in einem Webinar, wurde ich gefragt, was ich davon halte, ob ich eher skeptisch bin oder eher pro. Und ich sage letztlich beides. Beides einerseits, weil man natürlich bei alles, was mit Krypto zu tun hat, eine Sensibilität hat und dabei sein will. Das ist positiv. Auch die Entwicklung, die kann sehr positiv sein. Was ich dennoch im Hinterkopf behalten muss, ist die hohe Volatilität. Was passiert mit meinem vielleicht kleinen Investment innerhalb kürzester Zeit, wenn vielleicht irgendjemand mal wieder twittert und wir wissen, dass einige in diesem Bereich da sehr, sehr stark unterwegs sind und dass dieses eben eine starke Auswirkung auf mein Investment hat. Wir leben nicht mehr in diesen Zeiten wie vor 15, 20 Jahren,
wo das Ganze, ich sag mal, etwas geordneter zuging, zumindest in bestimmten Bereichen. Heute sind wir ganz anderen Einflüssen ausgesetzt und damit natürlich auch unsere Position. Wie können wir das Ganze ein bisschen dazu bekommen, dass wir letztlich auch unter Sicherheitsaspekten für uns gute Entscheidungen fällen? Und da gibt es zwei Dinge, die wir machen können, wie wir zur Sicherheit gelangen. Statistik ist ein hohes Gut an dieser Stelle, die Arbeit, die ich mir mache, meine Art von Trading zu hinterfragen und zu schauen, was ergibt das überhaupt, wenn ich das immer wieder mache? Zu welchen Zeiten ist das lukrativ? Und allein dafür lohnt sich schon ein Trading-Tagebuch, dass ich sehe, wenn ich mir etwas ausgedacht habe, funktioniert das montags morgens besser als dienstags nachmittags oder mittwochs vielleicht gar nicht. Das sind Dinge, die ich nur bekommen kann, wenn ich ein bisschen auch meine Trades im Auge habe und daran arbeite. Ich bin ein großer Fan davon, dass ich mich zunächst mal mit einer Sache auseinandersetze, wenn ich jetzt frei traden würde. Und ich habe dann immer natürlich auch einen Erwartungswert für die ganze Geschichte, wenn ich nur genügend Trades mir angeguckt habe. Und dann sind es die Fakten, für die wir uns oft gar nicht interessieren. Fakten sind langweilig, Fakten ist Statistik. Ich bin jetzt ein Zahlenmensch, ich habe Spaß daran, ich mag auch lustige Geschichten, aber die meisten lassen sich eben von lustigen Geschichten inspirieren. Wie komme ich zu Fakten, die mir das Trading erleichtern? Und hier sehen wir auch, es ist kurz vor Ostern, ich habe hier ein rotes Ei unter lauter vielen weißen. Was bringt mir ein rotes Ei unter lauter vielen weißen? Zunächst mal ist ein Eyecatcher, da gucke ich hin, was hat es vielleicht mit dem auf sich? Aber wenn es ums Trading geht, dann bringt mir dieses eine Ei relativ wenig. Ich brauche Situationen, wo ich mehr von diesen Eiern habe, die ich in mein Nest legen kann oder wo ich etwas wiederholen kann, was mir letztlich in bestimmten Zeiten eine gewisse Rendite in Anführungszeichen verspricht. Ich vergleiche das gerne mit Jagen oder auch Sammeln, irgendwie unsere Urtriebe. Ein Jäger, der setzt sich auch zu Zeiten, wo er vielleicht Wildwechsel erwartet, auf seinen Hochsitz und schaut, was da geht. Und er ist wahrscheinlich nicht derjenige, der erstmal beherzt in den Wald hineinballert und guckt, ob sich dann ein Reh nähert. Und das ist etwas, was beim Trading allerdings leider immer wieder der Fall ist. Es wird alles Mögliche ausprobiert, was oftmals kostspielig ist. Wir brauchen etwas, was sich wiederholen kann, wo ich verlässlich nicht nur dieses eine rote Ei habe, sondern eben immer wieder, vielleicht auch in entsprechenden Abständen, in eine bestimmte Richtung schauen kann und etwas nachverfolgen kann. Und ich habe es eingangs gesagt, ich interessiere mich sehr für Markteffekte. Als ich das erste Mal vor vielen Jahren machte, sprach man eigentlich eher von Marktanomalien. Und diese Anomalien waren eigentlich nur als Anomalie bewertet, weil gewisse Theoretiker meinten, dass sowas eigentlich gar nicht sein könnte, dass man mit einem Ereignis, was regelmäßig auftritt, Geld verdienen kann. Was in gewisser Weise aber auch marktuntypisch und zusätzlich auch noch irgendwie unlogisch ist. Also ich habe jetzt hier viel zusammengepackt. Jetzt stellen wir uns aber mal vor, wir sind zyklisch unterwegs im Jahreszyklus. Früher wusste man auch, Öl sollte man besser nicht im Winter kaufen, sondern eher im Sommer, da hat es einen anderen Preis. Und wir sehen es von, ich sag mal, den ganzen Dingen, die auf dem Feld wachsen. Die haben ihren Zyklus. Wir haben Frühling, Sommer, Herbst und Winter und in manchen Zeiten können wir säen und pflanzen, in wieder anderen Zeiten gedeiht das Ganze und irgendwann ernten wir vielleicht. Und das sind Dinge, die wir auch eben an den Finanzmärkten machen können, indem wir einfach mal die Märkte unter die Lupe nehmen und schauen, welche Effekte sind immer wieder für uns nützlich, dass wir sie handeln können. Es gibt sogenannte Jahreseffekte. Da kann man mal schauen, was machen die Agrarmärkte über das Jahr, habe ich gerade erwähnt. Es gibt aber auch, jetzt nehmen wir mal diese Kriegssituation ein bisschen aus, den im Bereich Energieversorgung, Gas und Öl, dass man auch da sich mal die normalen Rhythmen anschaut. Wie gesagt, im Moment ein bisschen durcheinander durch entsprechende äußere Einflüsse, dramatische äußere Einflüsse. Wir haben Industriemetalle, da haben wir beispielsweise auch immer einen Zyklus gehabt, den man so sehen konnte. Und ich habe vor ewigen Zeiten mal in diesem Bereich bei einer Firma, die eben diese Sachen einkaufen musste, einen Vortrag gehalten. Und wir haben uns mal auch mit Hilfe von technischer Analyse angeguckt, wann es denn zweckmäßig ist, derartige Leichtmetalle zu kaufen.
Wir haben Tageseffekte. Da könnte man jetzt sagen, die sind in gewisser Weise Quatsch, aber die merkt man sich. Ein Tageseffekt ist etwas, was ich an einem Tag beobachten kann. Halloween wäre zum Beispiel so ein Tag, aber wer tradet schon nur einmal im Jahr? Oder Freitag der 13., das kommt schon häufiger vor. Und Tage, die zum Beispiel auch spannend sind, sind Tage vor den Ferien. Auch da kann man durchaus gewisse Statistiken beobachten und auch Geld verdienen. Also seine Urlaubskasse aufbessern ist beispielsweise für die amerikanischen Märkte sehr gut untersucht. Und dann gibt es, ich nenne ihn immer die Mutter aller Markteffekte, den Monatsende-Effekt, den ich gleich mal kurz zeige. Und dann gibt es natürlich auch noch sogenannte Monatseffekte. Das kennt man vor allem Sell in May and Go Away, oder ist es eher Sell in July, wie Thomas Hupp gerne zu sagen pflegt und das auch statistisch belegen kann. Also wir haben es mit Effekten zu tun, die an Tagen stattfinden, die aber auch saisonal stattfinden, darüber hinaus Monatsanfang, Monatsende. Und wir kennen Effekte, die eben sogar über Monate wirken. Und alles hat, ich sag mal, in gewisser Weise eine höhere Lukrativität als das klassische Buy and Hold. Schauen wir mal uns kurz nur als Beispiel an. Sell in May, go away. In 36 von 37 Märkten hat das Ganze funktioniert. Ihr seht hier die Märkte abgebildet. Links die linke Tabelle und die rechte Tabelle ist einfach die Fortsetzung von dem, was wir links sehen. Und wir sehen hier, was konnte man für Rendite machen im November bis April? Was konnte man für Rendite machen im Mai bis Oktober? Also wir haben hier zwei Zeiträume, die untersucht wurden. Von Bowman und Jacobsen, das ist eine der, ich sag mal, Ursprungsarbeiten. Die haben an dem Thema weitergeforscht und die haben immer wieder das eigentlich bestätigt gesehen, dass man in der einen Hälfte des Jahres, ich vereinfache das jetzt mal, eher Rendite macht als in der anderen. In November bis April verdient man besser als im Mai bis Oktober. Manchmal ist es nur ein bisschen, manchmal ist es aber auch, in manchen Fällen ist es aber auch sehr viel. Das habe ich hier einfach mal für verschiedene Länder aus dieser Publikation dargestellt. Das heißt, selbst auf einer so groben Geschichte wie, ich halte nicht das ganze Jahr meine Position, sondern eben bin ein paar Monate von Anfang November bis Ende April oder von mir aus auch, wenn wir es heute wissen, ein bisschen mehr, sogar zwei Monate weiter, das Ganze halten, ist das Ganze lukrativer, als wenn ich das ganze Jahr im Markt bin. Ich spare mir nämlich den Teil, der vielleicht nicht ganz so positiv ist. Aber nicht nur, dass ich damit insofern erfolgreich, das Ganze ist auch besser eben als Buy and Hold. Ich habe hier nicht nur diesen Effekt, eine Jahreshälfte besser als die andere, sondern wie auch schon erwähnt, Buy and Hold. Man sieht hier, die Zahlen sind nicht immer so viel größer, aber sie sind ein bisschen. Und links sieht man den Durchschnitt auch da über die Jahre, Zeitraum hier 1973 bis 96. Seht ihr alles auf der rechten Seite dargestellt in der Studie von Bowman und Jacobsen. Und die haben einfach gesehen, Buy and Hold mag zwar ganz gut sein, dennoch habe ich es hier rot gezeichnet, aber die Halloween-Strategie bringt mehr Rendite im Wesentlichen. Ein sehr grober Markteffekt, eine grobe Beobachtung, diese Statistik kann jeder betreiben, wir kommen alle an diese Daten ran heutzutage. Wir haben aber, und das ist für mich mit einer der großartigsten Markteffekte, die es gibt, wir wissen, dass gegen Monatsende und Monatsanfang die Renditen höher sind. Das wissen wir für verschiedene Märkte. Ich habe hier mal den amerikanischen Markt abgebildet, das sind hier die unterschiedlichen Märkte, die hier eingehen. Es soll uns nicht interessieren, dass ich hier wertgewichtet und gleichgewichtet stehen habe. Einfach mal dieses Gefühl, ihr seht hier in der Mitte, das ist das Monatsende. Mit der 1 beginnt der neue Monat. Erster Handelstag im Monat heißt 1, zweiter Handelstag im Monat heißt 2, dann 3, dann 4, dann 5 bis 10. Und dann geht es links wieder los mit minus 10, minus 9, minus 8. Das sind dann die Tage im Prinzip 11, 12, 13. Handelstage des entsprechenden Monats, beziehungsweise aus Sicht des vergangenen Monats gesehen, eben die Tage minus 10, minus 9, minus 8 und so weiter. Was man sehen kann, ohne viel Fantasie, dass um das Monatsende Rendite gemacht wird. Und das ist etwas, was man, und die Statistik geht über viele Jahre, das ist etwas, was man eben nutzen kann. Das ist ein Markteffekt, der ist einfach großartig, den man. Und der kann natürlich auch mal den einen oder anderen Monat ausfallen. Der fällt vielleicht auch das ein oder andere Jahr aus. Aber wer so etwas über sehr lange Zeiträume handelt, der ist möglicherweise sehr gut dabei.
Nun ist es aber so, dass wir Menschen, obwohl wir das hier gerade gesehen haben, einerseits uns gerne selbst in die Irre führen, weil wir Erkenntnisse ignorieren, die unseren Überzeugungen und Ansichten widersprechen. Und weil wir manche Dinge vielleicht auch gar nicht glauben wollen, obwohl wir sie schwarz auf weiß haben. Das hat auch damit zu tun, dass wir, und das hier ist eine Studie von Pfeffer und Sutton aus 2006, Management bei Fakten aus dem Harvard Business Manager, liest vielleicht auch der ein oder andere von euch oder von Ihnen. Und diese Geschichten, die wir lesen, die wir hören, die an uns rangetragen wird, die uns erzählt werden, das ist so ein bisschen so diese Lagerfeueratmosphäre, die sorgt eben dafür, dass wir das überzeugender finden. Und das, was ich eben im Chart dargestellt habe, ist für viele vielleicht spannend, aber naja, es ist ein Chart. Wenn da Emotionen dran gebunden wäre, wäre das viel spannender. Also wir lehnen Gedanken ab, die letztlich auf Fakten basieren und möglicherweise handeln wir auch gar nicht. Dabei war das eine sehr einträgliche Geschichte. Wenn ich mir jetzt Kalendereffekte, Markteffekte, wie wir sie auch immer nennen, anschaue, dann haben wir es in der Regel damit zu tun, dass wir geringeres Risiko haben. Warum? Weil wir nicht immer im Markt sind. Wir haben nur bestimmte Tage. Wir haben vielleicht mal auch Tage am Stück, Monatsanfang, Monatsende. Wir haben teilweise auch nur bestimmte Stunden, die wir uns mit einem Markt oder in einem Markt auseinandersetzen müssen. Wir haben also ein geringeres Risiko. Wir haben aufgrund dessen, dass wir vielfach eben die Zeiten, wo es auch gar nicht funktioniert, wo vielleicht auch gar nichts passiert, die schneiden wir uns ab. Das heißt, wir haben oftmals eine geringere Kontoschwankung. Statt diese Effekte treten regelmäßig auf und sie sind statistisch signifikant. Wir können das selber theoretisch nachvollziehen, wir können uns aber auch der Literatur bedienen. Ich als Wissenschaftler bin einfach begeistert davon, seit vielen, vielen Jahren, was es dazu gibt. Das wissen wir eben und vor allem, und das ist für mich mit das A und O, wir haben nicht ständig diese nervenaufreibenden Entscheidungsprozesse, wo wir nicht wissen, was letztlich dabei herauskommt. Jetzt kann natürlich jeder sagen, ja, da wissen wir es auch nicht. Da kann ich aber sagen, na gut, wir haben eine Statistik, die ist über Jahrzehnte mittlerweile für mehrere Märkte untersucht. Und wenn ich wissen will, ob die für den Markt zweckmäßig ist, den ich handle, dann kann ich das ja immer noch anpassen. Wir kennen zum Beispiel auch die Trendwende am Dienstag. Das ist immer wieder ein Thema und der Roland wird es heute Mittag auch aufnehmen. Der Roland Jegen in den Mittagsstunden wird er zu diesem Thema sprechen. Warum man montags keine Aktien kaufen sollte. Und das hat einfach simple Gründe. Deswegen fasse ich das hier kurz. Schlechte Nachrichten vom Wochenende werden montags eingepreist. Die werden meist dienstags verdaut. Und die großen Investoren verringern Positionsgrößen in schwachen Märkten. Auch vor dem Wochenende dienstags bauen sie Positionen wieder auf. Das heißt, schwacher Montag mit den Nachrichten, mit den Entwicklungen, mit der Unsicherheit. Wenn der Markt montags, ich sage mal, richtig geprügelt wird, dann baut er sich oftmals dienstags eben auch wieder auf. Und dazu kommen auch noch andere Aspekte, wie dass Investmentfonds ihre Positionen freitags oft schließen, Kassenbestände werden erhöht und so weiter, um Investoren eben, die dann auch was ausgezahlt haben wollen, auch bedienen zu können. Und dienstags wird dann wieder zu niedrigen Kursen gekauft und private Investoren verkaufen Montagspositionen oft, weil sie die schlechten Nachrichten vom Wochenende nicht ertragen, weil sie auch dieses Wissen nicht haben, dass man montags vielleicht besser nicht im Markt ist, vielleicht auch besser nicht kauft, höchstens gegen Abend, wenn man darauf spekulieren kann, dass es die Trendwende am Dienstag gibt. Das sind Dinge, die enorm wichtig sind und für diejenigen, die beispielsweise ETFs besparen, zum Beispiel auf amerikanische Aktien, den würde ich tendenziell auch eher empfehlen, ihren ETF-Kaufpunkt nicht an den Anfang eines Monats zu legen, wo eher hohe Kurse sind, sondern vielleicht etwas günstiger das Ganze zu bekommen. Wenn ich jetzt mal sage, es gibt einen Zusammenhang zwischen den Kursen, dass sie eher am Ende des Monats in die Höhe gehen und am Anfang eines Monats und eher tendenziell in der Mitte eines Monats etwas niedriger sind, dann könnte ich zum Beispiel mit diesem Wissen auch da günstiger einkaufen, selbst wenn ich gar kein Trader bin. Literatur dazu gibt es zahlreiche. Wer will, klickt da einfach mal rein und dann findet ihr hier die Originalliteratur zu diesem Effekt. Finanzfallen beim Handel von Markteffekten können natürlich auch aufkommen und das ist natürlich immer, wie wir als Menschen damit umgehen. Und ich habe hier mal vier Gold, zwei seht ihr zunächst, ich habe hier vier Friday Gold Rusher aus dem Investui-Dienst genommen. Investui, das werdet ihr heute noch häufiger hören, ist Markteffektehandel. Vier Markteffekte werden diversifiziert.
sind sehr unterschiedliche dabei, um auch eine gute Diversifikation zu haben, die auch dazu führt, dass man nicht unbedingt zeitgleich in den Märkten ist mit den unterschiedlichen Trades. Und da werdet ihr heute vermutlich noch genug von hören. Aber ich habe mir mal das Gold rausgenommen. Und was will ich euch zeigen? Dass wir am Anfang eines Trades, wenn wir wissen, Gold heißt, Friday Gold Rush zu handeln heißt, ich gehe am Donnerstagnachmittag in den Markt und halte das bis Freitagabend. Auch da gibt es eine Statistik, dass man weiß, im Prinzip könnte das am langen Ende dazu führen, dass ich es eher mit steigenden Kursen in diesem Bereich zu tun habe. Jetzt muss man die letzten Monate natürlich und Wochen ein bisschen kritischer betrachten. Wir haben hier eine sehr heiße Lage, was den Krieg betrifft. Und das führt natürlich an allen Märkten, muss man dazu sagen, auch zu gewissen Turbulenzen. Und vielleicht ist der ein oder andere Markteffekt dann zwar noch in abgeschwächter Form sichtbar, aber vielleicht ist er auch nicht mehr ganz so stark. Ich habe hier aus dem Jahr 2020 vier Trades, die hintereinander waren, vier Wochen hintereinander. Ihr seht das hier, 13.8., 20.8. seht ihr ganz unten links am Chart. Nach kurzer Zeit hat der Friday Gold Rush hier 2.000 US-Dollar zugelegt, grob. Ich habe hier rote Pfeile gemacht. Jetzt kann man sagen, ja, ist das die Situation, wo man den Markt vielleicht besser verlässt, wo man vielleicht rausgeht? Kann man sagen, wäre vielleicht eine gute Entscheidung gewesen. Wir wissen nicht, wo der Trade hingeht. Im linken Fall ist er auf plus minus null ungefähr rausgekommen und im rechten sind von den 2.000 immerhin noch knapp 1.000 US-Dollar übrig geblieben. Greift man in so einen Trade ein, ja oder nein? Wir haben hier eine Situation und das waren exakt die Tage danach, also eine Woche später, 27.8. und dann entsprechend im September. Und ihr seht eine vergleichbare Situation, die der Friday Gold Rush, also das Gold, der Gold Future ist deutlich gefallen. Und dann seht ihr, was dann passierte. Im einen Fall gab es so eine Geschichte wie so ein Home Run. Der kannte gar kein Ende mehr. Circa sind wir da rausgekommen bei 2.700 US-Dollar und im anderen Fall hatten wir ein leichtes Minus. Was ihr hier mitnehmen sollt, trotz einer Situation, wo ihr sagt, oh, stark gestiegen, stark gefallen, was mache ich da? Lohnt es sich, wenn man einen Effekt erkennt, wenn man ihn statistisch belegen kann, ihn dann auch bis zum Ende zu handeln? Damit kommt man statistisch gesehen immer noch besser raus, als wenn man die Nerven verliert oder eingreift. Finanzfallen beim Handeln von Markteffekten ist auch, dass man glaubt, einen Trade besser timen zu können. Wenn ich das Zeitfenster aufgrund von Statistik für einen bestimmten Trade als evident, als richtig erkannt habe, dann muss ich es in dieser Zeit auch tun und sollte nicht eingreifen, sonst zerbrösele ich mir irgendwann meine eigene Statistik. Die Frage ist, wie geduldig bin ich? Also viele sind einfach ungeduldig und eröffnen Positionen einfach auch schon früher. Wozu ist das gut? Zu gar nichts. Es bringt die Statistik auch hier durcheinander. Es schafft Emotionalität und vor allem, wenn es nicht aufgeht, dann sorgt es dafür, dass man natürlich noch ein bisschen nervöser wird. Und letztlich ist es eben auch so, dass ich das Ganze mit einer kontinuierlichen Kontraktgröße machen sollte. Denn die meisten von uns haben nicht das Gefühl, es in der richtigen Situation mit dem höheren Volumen zu machen, sondern meistens ist es eher umgekehrt. Und es lohnt sich nicht, davon abzuweichen. Da lohnt sich eher ein gutes Risiko- und Money-Management zu machen. Und im Vorfeld, wenn ich mich für Markteffekte-Trading entscheide und diese Impulse von, oh, was kann ich jetzt tun, was inspiriert mich jetzt, wenn ich diese Impulse einfach dann dadurch ausschalte, indem ich genau weiß, was ich zu welchem Zeitpunkt zu tun habe, in welchem Zeitraum, mit welcher Positionsgröße, wann der Trade beginnt und wann er endet. Das ist das entspannteste Trading, was es gibt. Und über Investui wird es sogar natürlich auch noch als Verwaltungsmandat angeboten. Das heißt, man muss gar nichts mehr tun. Das sind Dinge, die auch beim Handel von Markteffekten auftreten können. Und ich kann mich ein Stück weit selber schützen, indem ich da ganz klar mich an meine Regeln halte oder eben auch, wie gesagt, ein Verwaltungsmandat nehme. Ich habe hier nochmal ein Beispiel. Da haben wir den Monatsende-Effekt. Und da sehen wir auch, dass ich, wenn ich beispielsweise hier zwei Monate, der linke ist vom 26.8., also war der Beginn des Monatsende-Effekts im September 2020 und der andere war genau ein Monat früher. Und da sieht man, die Pfeile sind ungefähr auch bei gleicher Höhe, wie sich der Effekt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt entwickelt hatte. Ich habe hier mal knapp über die 2.000 US-Dollar genommen und man sieht einfach, man hat keine Garantie, wo was hingeht, aber selbst wenn wir hier auf der rechten Seite uns die Spitzen hier nach unten nochmal angucken, also die Tiefs
und hätten da die Nerven verloren und wären ausgestiegen, hätten wir uns um eine ganze Menge beraubt. Und jetzt kann man natürlich sagen, Mensch, auf der linken Seite, da hätte ich mir doch das sparen können, was dabei rauskommt. Aber zu einer Statistik gehören die Gewinner wie die Verlierer und die sind letztlich logischerweise, die gehen da logischerweise letztlich ein. Und wenn wir nicht lernen und auf unsere eigenen Statistiken oder die von Markteffekten zu vertrauen, dann greifen wir oftmals natürlich an der falschen Stelle ein, wo wir die Nerven verlieren. Insofern kann ich nur jedem empfehlen, sich an die gegebenen Regeln von selbst gefundenen Effekten beispielsweise zu halten oder denen, die ohnehin bekannt sind. Die Frage ist, warum machen das so viele nicht? Obwohl die Renditen herausragend sind, das kann man auf der Investui-Seite sehen. Die häufigsten Ausreden sind, man schiebt was vor sich her aus Angst vor Fehlern. Ja, aber Aktivität braucht es schon, um Erfahrungen zu machen. Gibt es etwas, was Sie gerade nicht tun, weil nicht der richtige Zeitpunkt ist? Viele sagen, ich muss das Geld organisieren. Ich habe hier und da auch noch Investments. Die Frage ist aber, wie lukrativ ist was? Was bringt mir im Moment am meisten? Und ich muss schon dahin schauen, was gerade, ich will nicht sagen in ist, aber was mir Rendite sichert, wäre übertrieben, aber wo ich eher Aussicht auf Rendite habe. Und viele meinen, sie müssen noch mehr wissen, sich noch mehr vorbereiten. Ja, wenn ich beispielsweise Markteffekte diversifiziere, mir die genau angucke, die genauen Regeln kenne, was brauche ich noch mehr Wissen und Erfahrung, wenn ich auch auf der statistischen Ebene weiß, das wird seit Jahren gut untersucht, das kann ich selber nachlesen, das kann ich selber nachvollziehen und wenn ich wollte, könnte ich jeden einzelnen Trade die letzten 10 Jahre, je nach Daten, die ich habe, auch nachvollziehen. Und die Frage ist, warum reagieren wir nicht? Warum nehmen wir einen Reiz an dieser Stelle nicht wahr? Und was muss passieren, damit ich die Umstände schaffe, damit ich das tue? Das muss sich letztlich jeder selber fragen. Ruhm erfolgt letztlich durch Tun. Das ist etwas aus dem Buch von Bodo Schäfer, Die Gesetze der Gewinner. Und ich weiß, dass viele Sachen im Moment in diese Richtung geschrieben werden, aber aus Diversifizierungszwecken kann man wirklich mal überlegen, in welche Sachen man im Moment investiert, auch vor der drohenden Gefahr eines möglichen Krieges, dass man immer gut aufgestellt ist, dass man vielleicht auch manche Sachen eben auch mal auf der passiven Seite geschehen lässt. Blüten wie diese hier, und das hier ist, sind Zitronen, die sind ganzjährig zu ernten. Also es gibt ganzjährig Blüten und Früchte bei Zitronen und man könnte genauso gut sagen, Markteffekte gibt es eben auch ganzjährig. Mein Tipp an Sie, effektivieren Sie, schauen Sie sich auf der Investui-Seite mal um. Es ist eine sehr spannende Geschichte und in diesem Sinne nochmal kurz, was haben Sie heute erfahren? Wahrnehmung ist abhängig von Erwartung, Kontext und Aufmerksamkeit. Neuromarketing unterwandert die finanzielle Intelligenz. Oftmals. Finanzentscheide sind ein Mix aus neuronalen Strukturen, biochemischen Prozessen und Persönlichkeitsmerkmalen. Menschen sind Dopamin-Junkies, wir wollen einfach Action haben, das tut uns gut. So eine Anlage, selbst wenn sie lukrativ ist, ist vielleicht nicht ganz so dopaminfördernd. Verlierer erhöhen das Risiko und erfolgreich entscheiden heißt eben das, was hier steht. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr und gebe zu dir zurück, Stefan. Und wenn Fragen sind, freue ich mich drauf. Fantastisch, Raimund, es war wieder hervorragend, was du uns gesagt hast. Vor allen Dingen auch, was ich interessant fand, du hast ja gesagt, da die Aktie, die gerade hip ist oder die in den Nachrichten ist oder die irgendwie so mega ist, das ist ja so das neue Wort, mega, ne? Megatrend. Ja, alles ist mega. Ja, da schauen wir besonders drauf, die handeln wir unheimlich gerne. Und das ist dann im Kontext auch zu der Saisonalität für Investui ja auch zu sehen, weil wir unter Umständen dadurch falsche Entscheidungen treffen, weil wir dein Ton. Ja, ich bin hier gerade rangekommen. Ja. Was hip ist, aber eben bei der Saisonalität spielt das gar keine Rolle, weil die ist immer, wenn ich das sorgfältig und diszipliniert durchziehe, bin ich immer auf der Gewinnerseite. Das ist eben das Schöne daran. Ja, und ich meine, jemand, der sich vorstellt, im Winter einen Apfel zu ernten, der muss in Bereiche gehen, wo halt Wärme ist. Bei uns geht das in der Regel nicht. Ja. Und das ist eben, wenn ich in den Märkten Dinge habe, die sich kontinuierlich wiederholen, aufgrund welcher
Vorgaben oder welcher Dinge psychologisch oder auch wirtschaftlich, die dahinter stecken. Wenn ich weiß, etwas wiederholt sich einmal im Jahr oder 12-mal im Jahr oder vielleicht sogar jede Woche, dann ist das etwas, was ich ganz wunderbar nutzen kann. Und insofern nehme ich das Bild von der Zitrone mal mit. Da ist auch ganzjährig Ernte möglich. Und das Coole bei Investui finde ich halt den Mix, die Diversifizierung in unterschiedliche Märkte, Währungen, Edelmetall und letztlich auch noch Indizes. Also das ist schon groß gemacht und ich habe auch eine Literaturstelle, wo auch vier Effekte gemischt wurden. Das ist auch sehr ähnlich gut, lief das. Das ist natürlich nicht so durchgeführt, wie Investui das macht, aber da hat man einfach mal Effekte addiert und geschaut, was passiert auch da in volatilen Zeiten und das war sehr unanfällig gegen beispielsweise so Ereignisse, wie wir jetzt haben, Kriegspeak, Corona-Peak, ja. Und genau, dergleichen. Das ist es eben. Auch die Diversifikation, das spielt eine unglaubliche Rolle, wird auch oft unterschätzt. Und gerade auch, was du eben gesagt hast, dieses, ich schiebe das mal vor mich hin, ich warte nochmal ab, ich will keinen Fehler machen. Das ist ja jetzt ganz schlecht bei der Inflation und bei Minuszinsen. Ja. Das sollte man nicht tun. Ne? Also auf jeden Fall was tun. So, eine letzte Frage hier vom Dominik habe ich noch. Macht es beim Trading auf Wochenbasis dann auf den Privatanleger nicht eher Sinn, für amerikanische Aktien Montag spät abends zu kaufen und Donnerstag abends zu verkaufen, um die Effekte der stark steigenden Kurse Dienstag früh beziehungsweise stärker fallenden Kurse freitags auszuschalten? Wäre eine mögliche Strategie auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, denke ich auch. Also absolut. Aber da ist es entscheidend die Statistik. Und wenn die Statistik sagt, ja, das geht, dann kann man das machen. Und da sollte man genau hingucken. Also vom Prinzip, ja, also der Kaufzeitpunkt spielt tatsächlich eine Rolle. Das ist wichtig. Und ich denke mal, dass Dimitri dazu auch spannende Dinge mitgebracht hat. Und insofern wünsche ich euch viel Spaß. Ich verabschiede mich mal und sage ja, super. Vielen Dank.